Ich hoffe, ich hab's nicht zu doll übertrieben. Ein bisschen Blattgold hier und da, ein paar Spritzer Shellack auf das Holz. Alles neu gepolstert. Und wie gefallen dir die Lampenschirme? Der Zug, der wird wirklich immer schöner, finde ich. Wurde jetzt schon wieder so ein bisschen aufgebessert. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, hier die Attentatswand können wir eigentlich auch mal gucken. Hier Sequenz Nummer 8, da geht's wohl hin. Wir sind jetzt in Sequenz Nummer 5, haben die ganzen nach vorne unten links schon eliminiert. In Sequenz Nummer 5 wissen wir nicht genau. Und dann irgendwann kommt da 6, 7 und da oben Nummer 8. Die gehören alle zu Crawford Starrick. Sequenz Nummer 5. Klicke ich mal drauf. Berufsrisiko. Okay, das kennen wir ja alles. Dann würde ich sagen, gucken wir, was wir hier so in London noch machen können heute so. Könnten natürlich wieder Nebenmissionen machen oder hier die nächste Hauptmission. Nur der Stärkste überlebt. Hört sich ganz nett an. Oder halt im Zug gibt es ja auch immer noch so ein paar Nebenmissionen, die wir auch angehen könnten. Und ich würde sagen, da gucken wir doch mal, wenn wir jetzt schon hier im Zug sind. Gucken wir einfach mal. Beziehungsweise hier gibt es diesmal, glaube ich, keine. Oder doch? Oder wie ist das? Gang-Upgrades? Nee, lass mal. Vorne können wir wieder ein bisschen Geld schnorren. Geht auch 750 Pfund. Immerhin. Gut, und dann würde ich sagen, ja, machen wir uns auf zur nächsten Hauptmission. Die denn wo ist? Ich hatte sie doch gerade hier in der City of London, nur der Stärkste überlebt. Die machen wir doch. Dann würde ich sagen, na, nehme ich euch mit. Ich glaube, ihr durchlebt das alles im Schnelldurchlauf. Wir sehen uns dann, wenn wir da vorne sind. Und ihr kriegt jetzt nochmal eine schöne Timelapse. Jacob, Darling. Trinken Sie mit? Auf eine fruchtbare Partnerschaft. Und auf die glänzenden neuen Maschinen in meinem Besitz. Zurück zum Geschäft. Milner floh an die Themse und sichert dort seine Fähre ab. Sie ist alles, was er noch hat. Er wird sie mit seinem Leben beschützen. Und genau das sollen sie ihm nehmen. Jetzt töten sie ihn. Das ist nicht ihr erstes Glas Champagner heute, oder? Erfolg ist weitaus berauschender als Alkohol, Mr. Fry. Dann heben Sie mir ein Glas auf. Okay, wir müssen jetzt mal das Schmuggelware erreichen, bevor wir ihn dann wohl eliminieren können. Sollen. Also, da dürfen in dieser Folge. Vor die Tür locken. Mit dem Anblick seiner brennenden Fähren vielleicht? Okay, die Polizei tut uns jetzt seit dem Gang-Upgrades ja nicht mehr so viel an. Okay, geht doch. Dann töte ich den jetzt erstmal. Aber wir sollten nicht zu lange hier auf diesem Schiff bleiben, denn die nächste Hauptmission ist da vorne. Auf diesem Schiff. Jetzt schwimmen wir hier in der Themse zwischen den ganzen Schiffen. Das ist schon ziemlich interessant. Und die Themse, die ist auch irgendwie so ein bisschen überfüllt, finde ich. Also, wenn man sich die heute anguckt, dann ist da längst nicht mehr so viel Verkehr. Okay, was habe ich hier? Gut. Dann ist da längst nicht mehr so viel Verkehr drauf, wie es noch im 19. Jahrhundert war. Im viktorianischen Zeitalter.
als Queen Victoria regierte. Die auch ziemlich lange das britische Reich regierte. Aber Queen Elizabeth hat sie ja jetzt eingeholt, beziehungsweise auch überholt. Ist ja, glaube ich, die Oma von Queen Elizabeth. Queen Victoria. So, Müllers Schmuggelware erreichen. Hier werden einige Gegner sein. Dann lassen wir Müllers Firma doch untergehen. Okay. Let's go. Die Schmuggelware sabotieren. Oh. Okay. Aber gut, das sind Level 4er, die gehen noch. Die dürften relativ schnell down sein. Geht doch. Der andere plündern wir. Den plündern wir auch noch so. Dann gucken wir mal, was wir hier so sabotieren können. Mit Dynamit sollen wir die zerstören, wie es aussieht. Versteck dich. Okay, jetzt kommen wieder welche an. Flüchten wir mal lieber aufs andere Boot, auf das Kampfboot. Auch nur Level 4. Das fängt ja locker an. Aber wird bestimmt nicht locker bleiben. So, der übernachtet jetzt in der Themse. Wie sabotieren wir denn jetzt? Bitte nochmal den Hinweis einblenden. Die Schmuggelware mit Dynamit zerstören. Rauchbombe. Wir haben gar kein Dynamit, oder? So geht das. Okay. Das ist alles das Dynamit. Oh, jetzt kommen die natürlich an. Ist klar. Die sollen mal hier rüberkommen. Schon eine interessante Mission. Okay, jetzt wurden wir entdeckt. Jetzt kommt der erste rüber. Geht doch. Und ich glaube, da vorne war irgendwo Dynamit. Dann zünden wir es nochmal an. Geht doch. Und da vorne wäre auch noch was. Beziehungsweise da ist auch noch ein Gegner. Bist du für einer auch nur Level 4? Das ist ja noch relativ locker. Komm her, mein Freund.
sind noch einige Gegner. Die könnten wir natürlich einfach so überraschen. Die stehen da gerade beide so schön. So macht man das. Okay, hier ist kein Dynamit. Müssen wir uns erstmal was suchen. Hier. So, komm. Geht auch. Und dann zünden wir hier auch einmal an. Geht auch. Schön. Was um alles in der Welt? Nun müssen wir Malcolm Milner eliminieren. Das nächste Attentat. Okay, die sind alle friedlich. Danke, dass ihr mich kurz mitnehmt. Wurfmesser habe ich. Perfekt. Die müssen wir ja auch mal wieder benutzen. Wofür haben wir sie denn sonst? Okay, die hören uns leider nicht. Oh, den wollte ich nicht. Auch Level 4. Aber wenn so viele kommen, ist das doch nicht so gut. Das hat nicht geklappt. Eigentlich wollte ich den Dicken eliminieren. Kommt mal her. Okay, und du, mein Freund. Der Dicke will wieder zuschlagen. Ist jetzt aber auch tot. Gut. Hier einmal bitte die Truhe öffnen. Der hört uns leider nicht. Dann geht's hier einmal bitte hoch. Da vorne ist er. Den müssen wir eliminieren. Malcolm Milner. Er erinnert mich so ein bisschen an James Milner aus meinem FIFA Let's Play. Nee, tut mir leid, mein Freund. Ich hab alles. Woll nichts kaufen. So, ich hoffe, das klappt. Nein, das klappt. Na doch, das ist in Ordnung. Okay, da vorne ist Malcolm Milner. Er kommt an. Wollen wir es machen? Jetzt kommen wir nicht an ihn ran. Mist. Dann schnappe ich mir erst die beiden hier. Milner hat uns natürlich entdeckt.
Das hätte ich nicht gedacht, dass die da alle ankommen. Da schießt gleich einer. Ich hoffe, das klappt. Hat geklappt. Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass sofort alle hier ankommen. Vielleicht werden die bestimmt hier wieder aus diesen Luken kommen. Kennen wir ja bereits. Malcolm Milner scheint hier unten irgendwo zu sein. Nee, für ein Luftattentat reicht's leider nicht. Da solltest du auch nicht hin und das solltest du auch nicht machen. Du solltest da weiter oben bleiben. Dann auf dieses andere Haus da. Geht auch. Ach Mist, jetzt steht er da schon wieder überdacht. Jetzt aber. Dieser Tag musste ja kommen. Mr. Stark war außer sich wegen der Maschinen. Das ist also meine Bestrafung. Pearl Attaway schickte mich zu Ihnen, nicht Starek. Dann arbeiten Sie wieder zusammen. Ich hätte mich nie zwischen Starek und Miss Attaway stellen sollen. Am Ende ist Blut immer dicker als Wasser. Meinen Sie etwa, die sind verwandt? Okay, und jetzt müssen wir natürlich noch fliehen. Also einmal bitte hier hoch. Gut. Auf dem Dach sind wir Assassinen nämlich stärker. Ja gut, und jetzt kommen wir hier selbst nicht weiter. So. Nun müssen wir da vorne irgendwie wieder hin, um Pearl Attaway aufzuspüren. Aber ich will hier aus dem Gefahrengebiet erstmal rauskommen. Ist mir dann nämlich sicherer, wisst ihr? So, jetzt aber. Ja komm, spring doch. Ist doch nur Wasser, mein Freund. Der nette Jacob. Der ja auch echt einen guten Humor hat, wie die meisten Assassin's Creed Hauptcharaktere. Einmal bitte auf dieses Schiff drauf. Mal wieder rein. Boah, hier ist echt viel los auf der Themse. Sieht auch richtig schön aus. Mit den ganzen Schornsteinen so. Macht auf jeden Fall Laune hier, durch London zu laufen. Okay, da kommt der nächste Dampfer. Wir kommen gar nicht mehr an Land, so viel ist hier los. Jetzt aber. Einmal bitte hier auf dieses Schiff drauf. Da bist du ja.
Was hast du als nächstes vor? Das Beste der ganzen Stadt. So, Pearl, wo bist du? Hier rein, bitte. Ich hatte gedacht, er wüsste, dass ich zum Orden gehöre und wolle mich umbringen. Stell dir mein Entzücken vor, als er sagte, was er wirklich will. Ein Assassine, der für die Templer arbeitet. Ist das nicht köstlich? Es ist widerlich. Es ist ein Geschäft, Vetter. Sieh es im Zusammenhang. Seit Milner tot ist, gehört mir die einzig verbliebene Omnibus. Schau nicht so finster, Vetter. Du bekommst die Maschinen schon zurück. Und unsere neuen motorisierten Busse werden uns beiden viel Geld bringen. Ich muss dafür sorgen, dass die Maschinen sicher zu meiner Fabrik transportiert werden. Und du gehst zur Waterloo, höchstpersönlich, und stellst sicher, dass nichts schief geht. Natürlich. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Heute und bei allen zukünftigen Unterfangen. Waterloo Station. Die Tür klemmt. Schon wieder? Dann drück halt fester. Interessant. Attaway. Also doch. Eine Templerin, die uns einfach nur ausnutzen wollte. Damit sie den einzigen Omnibusbetrieb in London besitzt. Aber nun wissen wir ja, was sie vorhat. Und als nächstes geht's dann wohl zur Waterloo Station. In dem Gebiet, wo auch das London Eye heutzutage steht. Und Crawford Starrick war da gerade auch mal wieder zu sehen. Wir hätten ihn also töten können. Aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Jedenfalls haben wir diese Mission schon mal abgeschlossen und somit immerhin schon mal Milner getötet. Sequenz Nummer 5 ist, wie gesagt, abgeschlossen. Nur der Stärkste überlebt. Kriegen dafür 660 Erfahrungspunkte. 660 Pfund sowie 350 Erfahrungspunkte. War eine ganz nette Mission. Und wenn es dir auch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst sowie abonnierst, falls du das noch nicht getan haben solltest. Und ansonsten sehen wir uns morgen zu einer neuen Episode von Assassin's Creed Syndicate. Danke fürs Zuschauen bei dieser und bis morgen dann. Tschüss.